kurzes Wiedersehen, hallo. Es ließ sich leider nicht einstellen, keine Ahnung warum es nicht akzeptiert hat. Ich habe mir daher eine manuellen Spitzhacke gemacht und bearbeitet. So. Und das ganze Zeugs auch schon mal abgeerntet. Ja, abgeerntet ist ein bisschen blödes Wort. So. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall den Metallic Infuser. Und dafür brauchen wir Furnace. Und was haben wir nicht dabei? Genau, Steine. Das heißt, Steine holen. Steine holen. Finden wir hoffentlich in unserem alten Zuhause noch genügend? Wenn nicht, nehmen wir einfach da die Furnace mit. So. Oh je, das kann dauern. So. Ich weiß, ich bin schlecht vorbereitet. Wie viel Eisen haben wir denn da drin? Ein Ingot Nutzcracker. Haben wir hier irgendwo noch Steine rumliegen? Das hat mir jetzt niemand, wir haben keine Steine mehr. Wow. Und das Ortex können wir ja eh mitnehmen. Da hat das Cobblestone. Du gehörst nicht zum Cobblestone. Immer noch nicht. Rock of Iron, nehmen wir auch mal mit. So. Dann haben wir jetzt... Sollten wir jetzt alles haben, was wir brauchen. Hoffe ich. Ansonsten muss ich nämlich nochmal Cobblestone abtragen gehen. Kein so schöner Gedanke. Aber das mache ich dann sowieso offline. Also offscreen, nicht offline. Höhe. Ja. Und dieses Aufhören mit Rennen, das ist... Da hört der Charakter auf mit Rennen, wenn man da drauf fahren will mit Rennen. So, okay. Dann Metallurgic Infuser. Ja. Da, 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 da. Ja, aber der braucht ja noch, genau, Strom. Wo ist er jetzt? Hm. Wie natürlich alles andere braucht er definitiv Strom. Das heißt, wir schauen mal, können wir uns davon eine bauen. Nein. Nein. Das heißt, wir müssen erst zu Strom kommen. Und für alles, was Strom produziert, glaube ich zu wissen. Jetzt Generator. Moment. Ein Hitzegenerator. Dann basteln wir uns einen Hitzegenerator. So, zuerst einmal unser Ei voneinander dran. Jetzt. Geht das wirklich? Ja. So, dann denke ich mal, brauchen wir mindestens noch zwei davon. Ein Hitzegenerator. Hier kommt ein Osmium. Was war das andere? Kupfer.
Wie schön, dass wir hier Kupfer haben. Also. Zwei Kupfer. Und eine Fernlands haben wir unseren Hitzegenerator. Stellen wir natürlich hier hin. So, was braucht der? Der braucht Strom. Nein, der erzeugt Strom. Hier braucht er Lava. Fragezeichen. Ich kann ja in die Richtung outputten. Macht er hier wirklich Lava? Oder geht auch Kohle? Ja, es geht auch Kohle. Das blenden wir jetzt mal kurz aus. So. Das heißt, wir machen uns jetzt mal ein bisschen Kohle. Wir brauchen eh ganz viel Kohle, also bauen wir uns hier gleich eine ganze Menge an Kohle ab. Der ist jetzt gleich voll. Das heißt, wir brauchen Stromkabel. Stromkabel. Du bist für Energy Basic. Dafür brauchen wir aber jetzt schon Stahl. Heißt, wir müssen den hier erstmal umsetzen. Du bist voll. Ja. Wie ihr hört, die Maschinen sind nicht leise. Und 8. 80 Carbon haben wir aus jeweils 8. Einem Kohle kriegt man 10 Carbon. Und daraus machen wir uns jetzt das da. Enriched Iron. Daraus machen wir jetzt dann gleich unser Stahl. So. Könnten wir uns eigentlich mehr machen. Wir könnten uns auch noch einen Infuser machen. Wäre eigentlich so das geschickteste. Aber zuerst brauchen wir so oder so Kabel. Am geschicktesten wär meiner Meinung nach eh davon, ungefähr 4 Stück zu haben für die ganzen verschiedenen Sachen, dass man das später mit dem AE-System automatisieren kann. Aber uns soll jetzt erstmal ein zweiter dann reichen. Den stelle ich hier hin. Der bekommt jetzt leider noch keinen Strom. Aber so. Jetzt können wir unseren Stahl machen. Aus dem machen wir dann unsere Energiekabel. Yeah.
Wobei, wird doch lieber zuerst eine Energy Cell. Was brauchen die dafür? Wir brauchen das. Doch zuerst Kabel. Und nicht alles zu Kabel machen. So viele. Wobei, doch, leisten können wir sonst. Ja. Cobblestone, Glas. Ja, wie ihr seht, das nächste, das wir nicht haben. Und dafür wieder zurück müssen. Zum Glück haben wir hier einen Junk Loader. Ja, das Zeug von Chisel wäre jetzt nützlich, wo man dreimal so schnell rennt. Also eine, so ein Minecart. Also ich mache einen Teleport-Wegpunkt. Fürs Let's Show sollte das so gesehen in Ordnung sein. Hoffe ich doch. Ich mache es jetzt dann einfach, weil das erspart euch Zeit, erspart mir Zeit, erspart uns allen Zeit. Dort habe ich schon einen Wegpunkt im anderen Haus, im Lager. Heißt, ja, ich mache jetzt 10 Wegpunkte, falls wir noch mehr vergessen haben. Und zwar genau hier. So. Home, Alt. Nicht sichtbar. Pink geht. Kaputtes Grün. So. Das ist alles ein Glas, was wir haben. Super schlecht. Ganz kurzer Test. Das geht nicht. Wenn man dich in die Furnace schmelzt, bekommt man das raus, was ich gemeint habe. Dieses komische Zeugs, dass man schneller laufen kann. Sand, 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 Sand. Was wir brauchen ist Sand. Forschier. Haben wir noch genug? Haben wir noch einen einzigen Force Ingot? Natürlich haben wir das nicht. Aber ganz kurz. So. Haben wir gleich wahrscheinlich zusammen. Da hat es gerade ein bisschen geleckt, aber es soll uns nicht stören. Halt. Zwei davon. Dahin. So, Force Schaufel. Dann du. Dann bin auch dich, die Alte. Haben wir noch mehr Sticks. Dann haben wir noch dich zum Mitnehmen. Area Mode an. Seht ihr gleich noch was? Ja, ich habe hier eine Platte weggemacht. Dann soll für der Test soll so bleiben, wie es ist. Von der Monster-Affinität her.
Und jetzt holen wir uns mal auf die Schnelle ganz, ganz viel Sand. Das sollte uns reichen. Das wollte ich nicht. So. Halt. Jetzt machen wir es uns so. Diese Sau dahin teleportieren. Da, und da sind wir. So, jetzt mache ich an dieser Stelle einen kurzen Cut. Kleinen Moment.